Jetzt fehlt uns noch ein Teilnehmender. Torben, ist er irgendwie erreichbar? Nein. Möchtest du das alleine vorstellen? Sehr gut. Hochverdienter Applaus. Speakcraft. Du stellst dich gleich selber vor, richtig? Okay. Bitteschön, deine Bühne. Jo. Hallo, ich bin Lars von Speakcraft und ich mache dieses Projekt mit Max und mit Torben. Und unser Sinn von Speakcraft ist das Automatisieren von Benutzersperren in Teamspeak und Minecraft. Und unser Projekt ist unter GitHub bei JugendHackt verfügbar. Ja, Minecraft ist ein Open-Source-Spiel, mit dem man Sachen bauen kann und anderes machen kann. Und ja, das ist halt ein Spiel, bei dem man auf verschiedenen Servern ganz viele Sachen machen kann. Und es ist so, wenn man Spieler sperren möchte, dann gibt es einen Befehl, den man ausführen kann. Und über diesen kann man den Spieler vom Server sperren. TeamSpeak ist ein Programm, mit dem man mit Leuten reden kann und auch mit vier zu fünf in einem Raum reden kann. Und man kann auch mit diesen Leuten, also man kann sich Textnachrichten versenden und man kann halt auch andere Sachen machen. Ja. Es ist so, wir wollten halt mit diesem Projekt es machen, dass das TeamSpeak und Minecraft verbunden wird und dadurch man nicht mehr einzeln, also in jedem Fenster unterschiedlich, einen Spieler sperren kann. Ja, das System ist nicht richtig fertig und wir hatten auch keine Zeit, das irgendwie zu testen, aber ich kann einen Source Code zeigen und ihn erklären. Ja. Was fehlt uns jetzt noch? Also wir müssten noch eine TeamSpeak-Anbindung erstellen und wir wollten noch neue Befehle und ein verbessertes Sperrsystem machen. Ja, jetzt sage ich mal, so ist gut. Ja, es ist so, die Klassen wurden halt von allen drei geschrieben, also beispielsweise diese Sperrklasse hier, die wurde halt von mir und Max programmiert und die sagt halt Folgendes aus. Hier unten wird erstmal das Event registriert. Das ist jetzt das Player-Chat-Event. Also wenn dieser Spieler eine Nachricht in den Chat von Minecraft schreibt, dann wird dieser von diesem Event abgefangen und wird dann halt weitergeleitet. In der nächsten Abfrage hier unten wird halt gefragt, ob dieser Spieler wirklich ein Spieler ist oder ob dies von der Konsole ausgegeben wird. Und in der dritten Abfrage hier unten wird halt gefragt, ob dieser Spieler das bestimmte Recht hat. Und das wäre jetzt ts3.use. Also hat dieser Spieler das Recht nicht, dann wird er einfach abgebrochen und dann, wird er abgebrochen und dann ist halt alles beendet von dem. Ja. Wenn wir jetzt hier weitergehen, dann fragt er hier erstmal ab, ob ein Teil der Nachricht Ausrufezeichen Bann entspricht. Und wenn dies zutrifft, dann soll erstmal der ganze Prozess abgebrochen werden, damit diese Nachricht nicht im Chat ist, weil es wäre ja blöd, wenn jetzt jemand, das ist ja eine normale Nachricht, und wenn jetzt jemand diese Nachricht eingibt, dann ist es ja blöd, wenn das jeder Spieler sieht. Deswegen habe ich diese Nachricht auf Cancel gesetzt, damit man diese Nachricht nicht im Chat sieht. Ja. Wenn man dies eingegeben hat, dann steht da, dann soll eine Nachricht gesendet werden mit einem bestimmten Präfix und dann steht, bitte gebe eine IP-Adresse an und habe ich in Klammern das noch geschrieben, das kann ich auch zeigen. Habe ich halt geschrieben, Ausrufezeichen Bann und dann die IP-Adresse als, damit man weiß, wie das geht. Ja, dann hier in der nächsten Abfrage.
hier in der nächsten Abfrage habe ich halt geschrieben, ob das Argument null ist. Also es ist so, das habe ich oben einmal gemacht, es ist so, das hier ist das nullte Argument. Also das nullte Argument ist, wenn einfach nur ein Befehl, also beispielsweise das Wort Hallo geschrieben wird, dann ist es das nullte Argument. Wenn dazwischen ein Leerzeichen gemacht wird und dann ein weiteres Wort geschrieben wird, dann ist es das erste Argument. Weil Java, das ist ja alles auf Java programmiert, beginnt halt immer bei Null und deswegen muss man das halt auch am nullten Argument beginnen. Ja. Es ist so, hier habe ich ja gefragt, ob das nullte Argument benutzt wird und dann habe ich danach gefragt, ob ein Teil der Nachricht wieder Ausrufezeichen Check gemacht wird. Und dann sende ich wieder eine Nachricht, die besagt, bitte nutze Ausrufezeichen Check und dann den Namen des Spielers. Also wie der Spieler im Spiel Minecraft in diesem Fall heißt. Ja, dann habe ich hier die Argumentenlänge 1 abgefragt. Also es ist so, wenn nur die Argumentenlänge 0 ist, also nur Ausrufezeichen Check, dann wird halt nur diese Nachricht gegeben. Und wenn die Argumentenlänge nicht 0 ist, sondern 0 und 1, dann wird erstmal der Spieler T in diesem Falle, also ich habe halt die Variable T für den Spieler gegeben, damit ich das nicht mal die ganze Zeit schreiben muss. Also hier e.getPlayer, args 0, habe ich einfach auf T gesetzt. Also wenn dieses erste Argument gemacht wird, dann bekomme ich, weil ich ja da einen Spieler angegeben habe, bekomme ich dann die Nachricht zurück, aber hier p.sendMessage. Und dann in Klammern t.getName, damit wird einfach der Spielername ausgegeben, der von dem ich halt die Daten bekomme. Und in der zweiten Zeile wird halt gesagt t.getAddress, damit bekomme ich halt einfach seine IP-Adresse. Also damit ich ihn halt auf beiden Systemen bannen kann. Wenn einer cool ist, dann jawohl Lars. Nochmal ein Beifall. Dankeschön. Nimmst du deinen Rechner mit, gehst zu Micha rüber? Das war Speakcraft. Es bereiten sich vor Sport am Ort. Okay, du fängst an, ne? Lars, vielen Dank für deinen Einführungskurs in Java. Woher kommt das, dass du so gut Java kannst? Also das meiste habe ich mir halt selbst beigebracht und ja, den Rest habe ich halt alles immer ein bisschen aufgeschnappt, mit Unterricht in der Schule oder anders, anderweitig. Das Problem, was ihr mit eurem Projekt ja erschlagen wollt, ist, dass ihr einfach weniger Administrationsaufwand habt, ne? Betreibst du denn selber Minecraft-Server und TeamSpeak-Server? Es ist so, ich habe halt 3 Linux-Server momentan laufen, auf denen laufen halt 13 Minecraft-Server und 7 TeamSpeak-Server und ja. Okay, beeindruckend. Absolut beeindruckend. Dankeschön. Dankeschön an Lars. Danke. Das war cool.